So, wir bleiben technisch, werden etwas kleiner, ich gebe es zu. Handys gehören möglicherweise bald der Vergangenheit an, wenn man der Kampagne eines US-Startup-Unternehmens glauben darf. Sie wollen in Zukunft nämlich ein mobiles Armband anbieten, das Schallwellen über den Finger überträgt. Und dann wird zukünftig so telefoniert. Ja, ja, ist ja alles gut, ist doch gut. Das Handy ans Ohr und los telefonieren, das war einmal. Der Markt an Freisprecheinrichtungen und Headsets ist inzwischen schier unüberschaubar. Sogar einen Telefonhandschuh haben findige Tüftler entwickelt. Im wahrsten Sinne ins gleiche Horn stößt jetzt ein neues Konzept auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Denn hier wird der Zeigefinger zum Telefonhörer. Und das soll so funktionieren. In einem schlichten Armband versteckt sich eine kleine Box. Die überträgt das Audiosignal des Handys als Vibration in den Fingerknochen. Den ans Ohr gehalten, landet der Schall im Gehörgang. Voila, schon kann man telefonieren. Soll laut Hersteller toll funktionieren, auch bei starken Umgebungsgeräuschen, zumindest im Werbeclip. Ob das umgerechnet 125 Euro teure Gadget tatsächlich so problemlos läuft, lässt sich allerdings vom heimischen Rechner aus kaum überprüfen. Dennoch hat die zugegebenermaßen originelle Idee schon tausende Technikfreaks überzeugt. Das auf Kickstarter angestrebte Ziel von 50.000 US-Dollar haben die Entwickler mit derzeit rund 1,1 Millionen US-Dollar schon lange vervielfacht.